Meine Herren, die Lage ist ernst. Wir müssen die amerikanischen Panzer aufhalten, koste es, was es wolle. Und sei es nur kurz. Meine Soldaten sind alle im Einsatz. Ich brauche frische Kräfte. Das war ein Mann, der hat sozusagen diesen NS-Terrorismus verkörpert. Jawohl, Gruppenführer. Der Amerikaner ist vorsichtig und geht keinerlei Risiko ein. Selbst bei primitivsten Sperren oder Scheinsperren hält er immer erstmal an. Wir müssen Zeit gewinnen! Und koste es ein Dorf. General Simon ist außer sich. Das könnte den Herrn so passen. 10 Jahre haben sie Heil Hitler geschrien und jetzt fallen sie uns in den Rücken. Aufhängen soll man die Kerle. Geben sie her.